Und willkommen zu Elden Ring. Etwas, was ich schon sehr lange machen wollte. Kurz gucken, ob ich auch wirklich tun habe. So, das war ein besonderer Elden Ring One. Denn ich will möglichst piratenmäßig unterwegs sein. Also mit Säbel kämpfen, ohne Ritterrüstung. Und es lädt. Es gibt leider nicht sehr viel piratenmäßige Kleidung. Das ist ein bisschen schade. Ja. So, dann müssen wir noch ein Spiel anfangen. Und eine Klasse wählen. Die Sache ist, Bandit hätte von Haus aus Säbel, was natürlich geil wäre. Sogar zwei. Aber ich meine, piratenmäßig passt Bandit, würde ich mal sagen. So, dann laden wir einfach. Ich hab's extra schon vorbereitet. Ja, Mann. Das kommt Piraten nah, was ich mal sagen. Halten, Name. Natürlich braucht man Name. Es ist Captain. Captain Blumatze, würde ich mal sagen. Aber haben scheiße zwei Lash Dinger? Nee. Captain Blumatze unterwegs. Los geht's. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Oh, falsches Intro. Naja, nehmen wir das hier von Elden Ring, würde ich sagen. America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, America's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the All-Knowing.
and one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okay. Wir haben all die Story gesehen und haben dich verstanden. Beim ersten Mal, weiß ich auch nicht, checkt's null. Vor allem nach einer gewissen Spielzeit. Aber ich dachte eigentlich, dass. Warte, Gott, nur Steuerung vertraut machen. Ich dachte, der Sohn von Marika stirbt erst und dann macht die den Elden Ring kaputt. Und dann wird sie nicht mehr gesehen. So, wir müssen leider mit dem Dolch spielen erstmal, das ist sehr ärgerlich. Und ich weiß gar nicht, bringt der Schild irgendwas? Jetzt mal ohne Witz. Ja, 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 ich kenn das schon. Wir haben noch einen Bogen dabei, aber glaubt ihr schon, ich verwende hatte. Er lässt noch 61% Schaden durch. Der Werte ab, also 39. Ist jetzt nicht so viel. Ich würde nicht davon ausgehen, dass ich groß eine andere Rüstung verwende. Und ich habe vergessen, ein Objekt mitzunehmen am Anfang. Ach, ich hätte einen Schlüssel, wollte ich mitnehmen. So halt, aber um das Ganze piratenmäßiger zu machen. Ich habe einen Hut. Wir müssen das irgendwie ein bisschen piratenmäßiger machen, okay? Und das ist so ein Dreispitzhut doch ganz gut. Wirkt auf der Kamera noch ein bisschen seltsam. Aber okay. So, wo ist denn eigentlich die Tür? Da kann ich zwar noch nicht rein, aber ich will die Tür zeigen. Hier ist die Tür. Dann würde ich jetzt... Ja, Tür ist blockiert. Man würde tatsächlich da eine Beschwörung kriegen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier einfach den Tod stürzen könnte, um die Sache zu beschleunigen. Vielleicht. Aber ich will mich hier vorne den Kampf stellen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich mit diesen... Oh Gott. Das ist ein schwerer Angriff. Ich gehe nicht davon aus, dass ich den Kampf gewinne. Da ist hier irgendwas? Nachricht. Unwahr, das Nutzlosigkeit. Moment, das müssen wir. Der hat recht. So, was haben wir noch? Warum immer leiden? Ja, warum immer? Das ist das Schloss Sturmschleier, glaube ich. Also man kann später zu diesem Ort zurück, das wird aber sehr lange dauern. Und dann kann man sich an den Kampf hier gleich rächen. Okay, Achtung Gegner. Da ist eine Statue von Marika, ich glaube nicht die erste. Das Goldener Nebel. Goldener Nebel ist nur Bosskampf. Normalerweise muss man durchlaufen. Aber wir. Oh, ach du Kacke, ich mache ja gar keinen Schaden. Und ich habe null Reichweite. Ich dachte, er trifft noch. Ich weiß gar nicht. Fuck. Da bin ich tot. Ich brauche dringend eine andere Waffe. Wieso haben sie doch Scheiß? Don't worry, Torrent.
fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ja, Mann, eine Flasche Purpur drehen. Und Himmelsträne, okay. Wir können uns endlich heilen. Ja, schon das Loch, das ist zu teuer, ich weiß. Machen wir gleich. Oh, ich dachte, da kriege ich wenigstens was. Da oben könnte man später auch runterkommen. bei Status sehe ich, ne, wie viel Schaden ich mache. Genau, oben rechts, Angriffskraft, Waffe R1, also rechts die erste. 85, und wenn ich jetzt einhändig mache, müsste das runter... Ne, immer noch. Wo kann man denn mal sehen, wie viel Schaden man zweihändig macht? Kann mich vertan, dachte, da sieht man's. Warte mal. Man kann doch hier irgendwie umschalten. Ich hab's entfernt. Man müsste eigentlich sehen können, wie viel Schaden... Moment, da ist plus 10. Wenn man in der Mitte guckt, hat man ja da Angriffskraft da stehen. 75 macht die Waffe. Und durch mein Gestick und Stärke-Scalung, da wird die Waffe halt stärker, krieg ich mal 10 Punkte extra. So, wenn ich jetzt aber zweihändig nehme, müsste das hochgehen eigentlich. Tut's aber nicht. Warum nicht? Ich dachte, das kann ich sehen. Auf jeden Fall krieg ich schon mal 50% Stärke drauf. Also Kraft, also krieg ich schon mal von den 10 Punkten, hab ich schon 15 theoretisch. Oder es macht nichts, weil Stärke-Scaling eh ist. Das kann natürlich auch sein. Dann war das vielleicht sinnlos, die Waffe 2 nicht zu halten. Ja, ja, schwack die Sprung. Erstens gut gemacht. Okay. Wir wollen uns noch nicht heilen. Ja, Mann, wir haben eine Gnade gefunden. Die knallt es mit mir. Wenn ich sowieso nur genauso viel Schaden mache, einhändig wie zweihändig, kann ich auch. Oh, jetzt gibt's einen Backstab. Kann ich auch einhändig. Ja, Mann, 274. Ich weiß gar nicht, ob Dolche immer mehr Backstab-Schaden machen. Ja, gibt's den nächsten Backstab. Aus der Hölle. Ja, okay, komm her. Ja, ich will mal kontern. Spät. Ach, da macht ein Double Heap. Ich will es einmal parieren. Okay, komm her. Ich habe pariert. Es macht gut Schaden. Werde ich das jemals wieder verwenden? Wahrscheinlich nicht. Reinsiebte Schaden mache ich. Diese Sache bei Ausrüstung übrigens. Ich habe bei Elden mal probiert. Ich habe einmal komplett alles weggemacht und einmal die stärkste Rüstung genommen bei meinem ersten Speicherstand, die ich habe. Ich habe ganze 30% weniger Schaden genommen. Ungefähr. Das ist weniger als ich dachte. Ich meine, 30% ist schon gar nicht so wenig. Komm her, schade, Specksteppen. Oder auch nicht. Jetzt aber. Ja, mit zweihändig kann man sein Schild schneller brechen. Ich glaube nicht, dass das Messer da allzu viel hat. Sprungangriff.
Jetzt kann ich schon mal zwei nicht ausprobieren. Der Schlag an sich ist schwächer. Okay. 100. Ah. Stimmt, Bogen haben wir noch. Achso, jetzt muss ich R drücken. Ja, Mann. Okay. Backstab. Ich sollte mich mal heilen. Rein damit. Okay. Dann haben wir das Tutorial auch gleich geschafft. Ich hol nur die Seelen. Ach ja, die Fähigkeiten haben wir noch. Oh. Ich hab den Schritt noch hin. Oh, das lässt ihn zurückschrecken. Da könnten wir auch ein Schwert haben, weißt du? Also ducken, ja, die hören ihn nie. Egal, ob man Kreis drückt zum Schnelllaufen. Ach ja, im Huhnkreis sehen sie ihn nie. Wieder vergessen, dass das überhaupt eine Sache ist. Da hab ich auch noch einmal benutzt gefühlt. Okay, weg ist er. Wir werden immer mehr Seelen farmen. Plumpe Person. Kann man die schon sehen? Okay. Brechende Haltung, ja, ja. Das Ding hat Blutschaden! 38, okay. Ein Riga-Fall. Wenn ich sterbe, kann ich direkt hier spawnen. Ist natürlich schon ein Bosskampf immer cool. So, macht euch bereit für den härtesten Bosskampf. Ein Soldat Godwigs. Ja, ja, Abwehrkonto haben wir schon gesehen. Ja. Okay. Ah, zu viel Gold. Au. Lass mich mal weg. Naja, ich habe mehr Schaden gefressen, als ich wollte. Da hat sogar 400 Seelen gegeben. So, krieg ich hier irgendwas Gutes hier oben wenigstens? Stärke! Ja, Mann! Wir haben eine neue Pose. Die Sache ist, ich wollte einen Steinschwertschlüssel mitnehmen, aber ich hab's verkackt am Anfang, das mitzunehmen. Man hätte sich ja irgendwie ein Objekt aussuchen können. Ja, aber da war ich zu schnell. Hätte ich dann hier verwendet, denn dahinter hätte es doch ein Objekt gegeben. Hätte ich gut versteckt. Aber ein ziemlich gutes Objekt. Meiner Meinung nach. Naja, wir werden keine Mehrspieler machen. Ich fürchte, wenn ich Mehrspieler mache, die werden einfach die ganzen Bots einfach weghauen und oh, ich habe gar nichts zu tun. Ich kann nicht runterfallen, oder? Da geht's raus. Machen wir mal die Tür auf. Ach so, die auf. Zum Glück hält die. Ich hätte kein Vertrauen drin. Wir sind in Living Wave. Ich habe eine Karte. Eine sehr leere Karte. Ich sehe dann den goldenen da unten. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Der würde mir nur den Boden aufwischen. So, jetzt kommt die Sache. Es erzählte, dass die Knarre zeigen dir den Weg. Ja, ich kann das markieren. Und die führen dich direkt zum Schloss Sturmschleier. Eine Sache, die man lassen sollte. Oh, yes. Tarnished, are we? Mal gucken, was der hier hat. Ich komme zum Plündern hier. Ich bin Pirat. No shame in it. Unfortunately for you, however, oh, ich bin die Jungfrau los. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Das ist ja schon. Wir sind so noch maidenless, aber das kann man ändern.
Früher oder später. Das ist das Erste, was ich jetzt machen werde. Das will ich auch in diesem Part noch machen. Denn ich würde schon mich gern aufleveln können. Oh, 4 Punkte gibt ja. Meine Kamera ist leider genau bei den Ruhen. Ich sehe sie nicht. Im Blumengesicht. Wir gehen erstmal zu unserer wunderschönen Kirche hier. Ignorieren diesen goldenen Ritter. Ich meine, was soll er machen? Wenn ich zur Tafelrunde gehe, kann ich vielleicht sogar ein Säbel kaufen. Dann würde ich meinen Dolch noch nicht verstärken. Was ich sowieso noch nicht kann, aber. Ein Händler. I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Oh, nur die feinsten Waren für mich. Hat der eine Laterne eigentlich? Ein Fernglas. Er hat eine Fackel, die bräuchten wir auch noch. Arznei herstellen wäre endlich auch eine geile Sache. Also für diese Sachen kann man irgendwas herstellen. Hier sind nur Notizen. Okay. Pfeile könnten wir auch kaufen. Ein Werkzeug brauchen wir dann zum Herstellen. Hey. Dann kommen wir zum Teleskop. Goodbye. Nice to do business. Man kann sich fragen, warum kauft er ein Teleskop, was völlig nutzlos ist? Mal, wir wollen das mal Schnellwahlen. Ausrüstung. Also Schnellwahl. Wobei, wir können sie nicht Schnellwahl packen, Moment. Das brauchen wir sowieso nicht. Nein, 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 nicht verhütten. Entfernen. So. Halt, Moment, ich wollte nur zoomen. Wie geht's zoomen? Ich wollte eigentlich in sein Auge gucken. Die leuchten übers Gelb. Ich weiß nicht, ob das man vorher gesehen hat. Okay, unser Weihnachtsmann-Freund, der guckt nicht so hoch. Ah, wir machen das mit der Kamera. Ja, also Gelb leuchtende Augen. Es könnte sein, dass er von Wahnsinn besessen ist. Eine Sache, wo man auch noch hinkommt. Oh Mann, 5 FPS Fledermaus. So, wir haben nicht mal viel Zeit, wir müssen uns beeilen. Wir wollen in die Maidenless bleiben hier. Wir wollen uns um den kümmern. Wir brauchen alles an Ruhm, was wir kriegen können. Und die Karte werde ich auch gleich noch holen, denke ich, im selben Ort hinzu. Hinterlässt du irgendwas für mich? Nee, schade. Und noch ein Ritter. Auch den werden wir einfach hinterrücks niedermeucheln. Und oh mein Gott, ich brauche so dringend eine bessere Waffe. Ich will unbedingt Säbel spielen eigentlich. Ich habe eine sehr lange Zeit überlegt, spiele ich mit einem Säbel? Ist halt piratenmäßiger. Oder mit zwei Säbel, weil ich es vielleicht nicht drauf habe. Was bist du denn jetzt von mir? Bäh. Komm schon, Bluteffekt. Okay. Zum Glück sind die Gegner noch schwach. Noch ein paar Messer. Hat mich dieses Schwein tatsächlich verraten, ne? Und der nächste. Wir werden erstmal so weitermachen müssen. Ja, ich weiß gar nicht, Stärke scalen, wie viel Sport hier ein Säbel. Ach, verdammt. Also, hier unten. Da drüben ist noch eine Gnade, da wollen wir noch nicht ran. Aber weiter rechts noch eine Gnade. Oder brauchst du die oben im Moment? Jetzt eigentlich die da oben braucht. Da haben wir die da oben, würde ich sagen. Hier ist noch ein Schädel. Geht kaputt. Okay.
So. Wenn ich jetzt hier raste, müsste doch es weitergehen, storytechnisch. Sehr schön. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Melina. I offer you an accord. Ich weiß gar nicht, was mir ein Auge eigentlich war. Da gibt's glaube ich auch noch Theorien. Finger, die Finger gingen vorn. The two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Dann mach doch. Turning runes into strength. Ach, das ist in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Da will ich sowieso hin. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Ja, immer her damit. Eine Spektralrostpfeife. Use it to traverse great. So, jetzt kann ich endlich mein Pferd rufen. Sturmwind, oder Turwind im Englischen. Named Torrent. Torrent has chosen you. Oh, er hat's ausgewählt. Treat him with respect. Wir sind quasi Link. So, Stufenaufstieg. Naja, na. Wir brauchen ganze 700 für das erste. Es wird immer teurer. Okay, aber können sie noch nicht machen. Ja gut, dann okay. Naja, schnell, weil das haben wir schon gemacht hier. Wir machen das auch rechts. Ich glaube, ich hatte es immer aufrecht. So, wir haben ja viel Zeit. Ich würde zwar gerne das Lager noch sauber machen. Aber dafür bleibt leider keine Zeit. Moment mal. Die Karte war mitten auf dem Platz. Also müssen wir uns doch mal irgendwie reinsneaken. Hier patrouilliert einer, aber ich hoffe, das sieht mich nicht. Ruine vor dem Tor. Seht ihr den Trompeter da? Wenn der trompetet, dann kommen einfach alle angestürmt und ich habe keine Chance mit dem Messer. Vielleicht bin ich ja viel zu schwach dafür. Lauf ein Stück schneller. Ah, da hört das natürlich auf. Wo ist das mit Trompete? Da hackt zwar noch einer, aber der merkt es doch nie. Der sieht mich nicht. Ja, die Karte! Mehr wollte ich doch gar nicht. Die Karte gefunden, Limgrave. So, wir sehen schon, die Karte, die führt uns hier hoch. Irgendwo hier ist eine Gnade, dann führt sie hier rein in das Sturmschloss und... Nein. Einfach nein. Unser erstes Ziel wird sein, nach Süden zu gehen. Ist... rein leveltechnisch der sinnvolle Weg. Da unten ist einfach das schwächere Gebiet. Aber ich werde demnächst erstmal hier noch ein paar Höhlen erkunden. Hier links sind noch zwei auf jeden Fall. Hier oben ist irgendwo noch. Und dann schon, wo man sogar einen Katana rauskriegt.
Eosorina? Ja, gut. Ich muss noch das Gebiet einfach verlassen. Ja, wir müssen sowieso hier oben lang. Da gibt's dann noch ein bisschen Arznei für mich. Da kannst du das Gebiet verlassen. Und dann kannst du die Tafelrunde. Und das ist ja schön, weil dann müsste ich mir einen Säbel kaufen können. Okay. Sieht schon cool aus und mein Gott, die Performance auf der PS4 Pro ist gar nicht so gut. Ist mir nie aufgefallen, wie sehr das Bild ruckelt, aber egal. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.